gesellschaftliche Welttag, den die Deutsche Saatenunion heute zusammen mit der Firma Schlüter veranstaltet, ist ein neuer Höhepunkt in der traditionsreichen Geschichte der landwirtschaftlichen Informationstagungen und Großvorführungen auf dem weltweit bekannten Schlüterhofgelände in Freising. Als Hausherr dieser Veranstaltung begrüße ich Sie alle sehr herzlich. 25 Jahre, ein Vierteljahrhundert lang, haben die Schlüterwerke zusammen mit der deutschen und internationalen Landmaschinenindustrie auf dem Schlüterhof in Freising die jeweils neueste Landtechnik von morgen mit wissenschaftlichen Vorträgen erklärt und im praktischen Einsatz vorgeführt. So wurden die weltweit bekannten Schlütertage ein internationaler Treffpunkt für Wissenschaft, Industrie und Praxis. Ab heute soll diese Veranstaltung in Freising eine noch größere Bedeutung für die Zukunft der Landwirtschaft bekommen. Die Deutsche Saatenunion, eine der größten und erfolgreichsten Saatzuchtgesellschaften Europas, hat die Bewirtschaftung eines großen Teils der Schlüterhoffelder übernommen und zeigt dort vom Frühjahr bis zum Herbst die hervorragenden Ergebnisse ihrer Pflanzenzüchtung und der modernen anbautechnischen Versuche. Ich bin Ihnen, sehr geehrter Herr Dr. von Schwarzkopf, außerordentlich dankbar dafür, dass Sie den Entschluss gefasst haben, zusammen mit Ihren 7 Saatzuchtgesellschaften in der Bundesrepublik Deutschland diesen Feldtag auf dem Schlüterhof zu veranstalten. Gerne haben wir Ihnen dabei geholfen, weil wir glauben, dass eine gemeinsame Informationstagung über Bodenkultur, Pflanzenbau und Landtechnik für eine erfolgreiche Landbewirtschaftung von morgen vom großen Nutzen sein wird. Dass es ab heute zum ersten Mal in der Geschichte der Landwirtschaft eine solche einmalige Informationsveranstaltung gibt, ist Ihr Verdienst, Herr Dr. von Schwarzkopf. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser einmaligen Veranstaltung der Deutschen Saatenunion möchte ich aber auch einen ebenso einmaligen landtechnischen Höhepunkt geben. Sie erleben heute neben den üblichen Vorführungen den ersten öffentlichen Auftritt einer im härtesten Einsatz geprüften Testmaschine aus der neuen Eurotrack-Reihe. Herr Obingenieur Leutner von der Firma Schlüter, unter dessen Regie dieser lang erwartete Eurotrack entwickelt wird, gibt Ihnen heute Vormittag in seinem Vortrag mit Lichtbildern einen interessanten Einblick in das zurzeit modernste Trucksystem. Und heute Nachmittag sehen Sie den ersten Eurotruck mit seiner vielseitigen Technik zum ersten Mal im praktischen Einsatz. Ich wünsche Ihnen dazu einen angenehmen und für Sie erfolgreichen Tag. Und ich hoffe, dass Sie viele wertvolle Hinweise, aber auch einige freundliche Erinnerungen von heute mit nach Hause nehmen. Danke. Meine sehr verehrten Gäste, sehr verehrter Herr Dr. Schlüter,
Saarbrücken als deutsche Saarbrücken. Wenn man nach Bayern kommt, fühlt man sich damit natürlich besonders geehrt. Wir sind aber auch stolz, dass unsere Tätigkeit über die deutschen Grenzen hinausgeht. Wir von der Saarbrücken begrüßen Sie hier aufs Herzlichste. Meine Damen und Herren, sehen Sie uns bitte nach, dass Sie heute zwei Begrüßungen vorgetragen bekommen. Nämlich eine vom Hausherrn und eine von unserer Seite als Veranstalter, der nach außen hin als Veranstalter auftritt. Wir wissen, dass ihr mit dieser Veranstaltung, Herr Dr. Schlüter, in gut eingelaufene Schuhe schlüpfen können. Mit anderen Worten, wir dürfen an die großen Erfolge in der Tradition früherer Schlütertage anknüpfen. Damit ein Erbe an, das uns verpflichtet. Allerdings erinnert es mich etwas an eine Hofübergabe, meine Damen und Herren, bei der sich der Übergeber des Hofes auch noch weiter in der moralischen Verantwortung der Arbeit befindet. Ohne Ihre Mithilfe bei der Organisation und Vorbereitung, Herr Dr. Schlüter, Herr Leutner, Herr Riedel, wäre diese Veranstaltung in dieser Weise nicht möglich gewesen. Für diese Hilfe sprechen wir Ihnen allen unseren herzlichen Dank aus. Bitte geben Sie diesen Dank auch Ihren Kollegen weiter. Danken möchten wir auch Herrn Professor Estler, der uns bei der Vorbereitung beratend zur Seite stand. Herzlichen Dank, Herr Professor Estler. Meine Damen und Herren, wir sind eine Saatenfirma und verstehen, neue Sorten zu züchten, zu produzieren und zu vertreiben. Derzeit haben wir über 120 Sorten im Vertrieb. Dank der Tüchtigkeit unserer Züchter in Verbindung mit dem für Erfolge notwendigen Züchterglück konnte die Saatenfirma nennenswerte Marktanteile gewinnen. Aber jedes Jahr von neuem müssen wir uns der kritischen Prüfung der Landessortenversuche, aber vor allem der Landwirte, die unsere Sorten anbauen, stellen. Unser Wissen um unsere Sorten müssen wir permanent an die Beratung und Landwirte weitergeben, damit darauf aufbauend die Praxis in die Lage versetzt wird, das Potenzial dieser Sorten voll auszuschöpfen. Dies geschieht, wie Sie sicherlich wissen, über Broschüren, andere Druckerzeugnisse, aber vor allem durch unsere Kollegen, die im Außendienst die Beratung vor Ort machen. Viele bayerische Zuhörer werden Herrn Duwe kennen, vielleicht aber auch inzwischen Herrn Klimmer, der unsere Arbeit auf dem Schlüterhof hier betreut. Zusätzlich findet aus unserer Sicht große Besichtigung der Zuchtgärten unserer Mitgliedsbetriebe statt. Im Zuchtgarten werden die Sorten im Vergleich zu anderen Sorten vorgestellt und die Eigenschaften diskutiert. Bayerische Landwirte mussten bisher weit reisen, wenn wir unsere Gesellschaft der Ackermann bei Straubing einmal ausnehmen, um in unsere Zuchtgärten zu kommen. Dies soll mit der Einrichtung des Schlüterhofes anders werden. Es ist schon anders geworden. Wir sind ihnen ein weites Stück entgegengekommen. Neben unseren Sorten stehen hier auch die führenden Sorten der Konkurrenz, damit die Besucher sich ein umfassendes Bild über das Angebot machen können. Der Schlüterhof aus unserer Sicht für unsere Sorten, aber auch die der Konkurrenz, wie ich sagte, ist also unser Schaufenster. Er soll gleichzeitig Forum für Information und Diskussion sein. An dieser Stelle möchte ich hervorheben, dass wir mit der Landesanstalt ein gut nachbarschaftliches Verhältnis unterhalten. Wir begrüßen besonders Herrn Dr. Keile, Vizepräsident der Landesanstalt, nicht ganz Vizepräsident, aber zweiter Mann der Landesanstalt, oder? Dass Sie gekommen sind. Dieses gut nachbarschaftliche Verhältnis ergibt sich aus unserer Sicht aus zwei Überlegungen. Einmal bemühen wir uns um sachliche Informationen und daraus ergibt sich automatisch ein Miteinander und ein Gegeneinander. Zweitens, die Sorten hier stehen bei uns zur Demonstration, also nur zur Anschauung. Wir nehmen keine Ertragserhebungen vor, es sind für uns keine Exaktversuche und wir tragen demzufolge auch keine. Wir sind die offiziellen Landessortenversuche da, in denen sich Sorten gewissermaßen einen objektiven Verbrauchertest stellen müssen.
Diesen Ergebnissen, Herr Dr. Kalk, entziehen wir uns nicht. Im Ausland leidet man uns um das offizielle Prüfsystem, Sortenprüfwesen, das wir in Deutschland haben. Wir wollen es erhalten. Ich möchte an dieser Stelle doch unsere Konkurrenz, die wir sonst sehr schätzen, kritisieren. Wir wehren uns vehement gegen private Versuche, deren Ergebnisse in die Öffentlichkeit getragen werden, ohne Sachversuche dahinterstehen. Letztendlich bleiben diese Versuche privat, subjektiv. Sie können sich den offiziellen Versuchen nicht messen. Wir hoffen sehr, dass dieser Tag für alle Besucher ein Gewinn sein wird. Ebenso auch für alle, die hierher gekommen sind, die wir sehr danken. Wir laden Sie alle, unsere Versuche hier in diesem Jahr auf dem Schlüterhof mit Maisbaum zu besichtigen. Unsere Kollegen beraten Sie alle zum Fachgespräch in der Nähe des großen Festzeltes. Uns wünschen wir längerfristig, dass unsere Tätigkeit am Schlüterhof an diesem Tag weithin im Lande bekannt wird. Alle Interessierten laden wir schon jetzt zur Besichtigung auch im kommenden Jahr. Sprechen Sie Herrn Dube, Herrn Bock oder uns in Hannover an. Wir machen gerne einen Termin für Sie. Meine Damen und Herren, diese vormittägliche Vortragsveranstaltung hat das Hauptziel, Herr Dr. Schlüter sagte schon, fachlich zu informieren. Und zwar über biologische Entwicklung, pflanzenzüchterische Entwicklung und Projekte. Hierzu begrüße ich nun sehr herzlich Herrn Professor Fischenbeck vom Lehrstuhl für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung hier in Weinstephan, der das erste abgenommen hat mit dem Thema Beiträge der Pflanzenzüchtung zur Wettbewerbsfähigkeit. Vielen Dank, Herr Professor Fischenbeck, dass Sie gekommen sind. Anschließend spricht Herr Dr. Schramer-Karling zum Thema umweltorientierte Resistenzzüchtung bei Weizen auf höchstem Leistungsniveau. Und zum Schluss wird Herr Oberingenieur Leutnant zum Thema sprechen, Tragtechnik von morgen, Vorstellung des neuen Schlütertrages. Meine Damen und Herren, da Herr Dr. Spanakakis Wahlmeier ist, wie viele von Ihnen sehen wissen, möchte ich nun das Mikrofon vollends in Wald geben. Vorher allerdings möchten wir Ihnen mit einer Diashow einen Einblick in unsere Arbeit gewähren, einen Einblick in unser Unternehmen, unter dem sich viele von Ihnen vielleicht weniger vorstellen können als unter den von Ihnen anbauen. Der Veranstaltung wünsche ich nun einen erfolgreichen und für Sie alle gewinnbringenden Verlauf. Vielen Dank. Zu dieser neuen Form der Wettbewerbung Schlütertage einige fachliche Informationen über Züchtung beizutragen. Aber eigentlich nicht das Thema gewählt, nämlich etwas über die Beiträge der Pflanzenzüchtung zur Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Pflanzenproduktion wieder zu schaffen. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, nachdem ich 20 Jahre in Bayern gewählt habe, kann ich davon ausgehen, dass ich mit mir führen werde, wenn ich Ihnen sage, dass ich mein derzeitiges preußisches Institut die Grundsätze Geras habe und in meiner eigenen Heimatstadt, meine Wahlheimat Reisen, vor Ihnen über Weizen sprechen zu dürfen. Die heute Weizen-Situation, die dadurch charakterisiert, dass erstens überschüssig mit zunehmender Intensität produziert werden. Zweitens in der Vermarktung die Weizen rückläufig sind. Drittens, die Intervention zum Hauptanteil des vermarkteten Weizens geworden ist und somit bei zunehmender Verschärfung der Interventionskriterien zur Frage ist, wie lange sie vom Verkaufsstand bleiben wird und wird. Den Einsatz von Stickstoffdüngern und Pflanzenschutzmitteln zunehmend einschränken. Ich denke zunächst mal an die Stichworte Wasserschutzgebiete, die Brandwärmswerke und so weiter. So meine ich, ist die Anpassung des Weizenanbaues an sich verändernde Rahmenbedingungen von Produktion und Absatz ökonomisch und umgänglich und umweltpolitisch zwingend. Ich werde anschließend versuchen aufzuzeigen, welche Möglichkeiten gelagert hat, um sich ausgehend vom Angebot an
dem Entwicklungsfortschritt, den verschärften Bedingungen, auch im Hinblick auf das Jahr 92 und der Beachtung von Ökonomie und Ökologie zu stellen und was von der zukünftigen Entwicklung der Weizenzüchtung diesbezüglich zu erwarten ist.
von Schlingertagung hat begonnen. Die schlimmen Tage der Vergangenheit wurden ergänzt durch die Schau der Pflanzenzucht. Wir zeigen Ihnen in Zukunft bei diesen Tagen nicht nur die Landtechnik von morgen, sondern ebenso die Pflanzenzüchtungen von morgen. Sie sollen ja letzten Endes auf der Landtechnik und auf der Pflanzenzucht ihre Erfolge aufbauen. Das ist der Grund, warum diese Tagung erweitert worden ist. Und den Teil der Pflanzenzucht hat übernommen als heutiger Veranstalter dieser Tagung die Saatunion, eine der größten Saatzuchtgesellschaften in Europa. Die Saatunion wird heute vertreten durch Herrn Dr. von Schwarzkopf, der hier oben steht und gleich ein paar Worte zu Ihnen sagen wird. Ich aber möchte Ihnen noch sagen, in Vertretung vom Herrn Minister Nüssel, der immer noch in einer Ministerratssitzung sitzt und leider deswegen nicht kommen kann, ist Herr Dr. Weininger gekommen und erzählt Ihnen etwas darüber, was das Bayerische Landwirtschaftsministerium und die bayerische Landwirtschaft eigentlich in Zukunft zu erwarten hat. Eines kann ich Ihnen aber jetzt schon sagen. Was hier passiert und was für Sie getan wird, das gibt es zunächst einmal in erster Linie in Bayern. In Bayern gibt es diese Schlüter-Tage. In Bayern gibt es in Zukunft diese kombinierten Tage mit Landtechnik und Pflanzenzüchtung. Und in Bayern gibt es auch eine Linie für die Landwirtschaft, die den Landwirten auch für die Zukunft einen Erfolg verspricht. Aber darüber wird Ihnen der Herr Dr. Weininger näher erzählen. Ich wünsche Ihnen nur einen schönen Tag. Ich wünsche Ihnen, dass Sie heute viel sehen. Wir selber haben eine ganz neue Schleppertechnik zum ersten Mal hier vorgestellt. Schauen Sie sich die an. Das wird die Schleppertechnik von morgen sein. Das garantiere ich Ihnen. Und insofern erwünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Tag. Schauen Sie sich alles an, Sie werden viel mit nach Hause nehmen können, außer den Landsgrüben natürlich. Ich wünsche Ihnen guten Appetit und nun spricht zu Ihnen Herr Dr. von Schwarzkopf von der Saatunion. Otto, meine Damen und Herren, ich bin sicher, dass jeder Besucher einige Sorten der Saatunion kennt. Aus unserer Palette von über 120 Sorten. Sie mögen die meisten Sorten kaum kennen oder Bastion. Vielleicht kennen Sie die neue Sorte Pirat oder Freier. Vielleicht kennen Sie den Weizen Arbeit oder Orestes. Sicherlich die wintergenasste Trixie. Sicherlich auch den Alexander-Tee Tabor. Um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Herr Dr. Schlüter sagte schon, dass die Saatunion heute zu den führenden Saatgutunternehmen in Europa zählt. Aber, meine Damen und Herren, Sie werden sich fragen, warum die Saatunion diesen großen Feldtag hier veranstaltet. Die Antwort will ich Ihnen nicht schuldig bleiben. Ein glücklicher Umstand heute ist, dass wir Flächen hier auf dem Schlüterhof anpachten konnten von Herrn Dr. Schlüter. Da alle uns angeschlossenen Züchter im Norden und Westen tätig sind, bis auf das Haus Ackermann bei Straubing, erschien es uns notwendig, einen Standort in Bayern zu haben, auf dem wir unsere Sorten präsentieren können. Manche von Ihnen waren sicherlich schon in diesem Sommer hier und haben während der Vegetation die verschiedenen Sorten anschauen können. Vielleicht kennen einige von Ihnen Herrn Krimmer, der die Arbeit hier betreut. Sicherlich kennen viele von Ihnen Herrn Ruhme, der für uns in der Beratung hier tätig ist. Meine Damen und Herren, an dieser Stelle möchten wir betonen,
dass wir unsere Arbeit hier in vollem Einvernehmen mit der Sozialberatung, mit der Landesanstalt vornehmen. Wir machen keine Ertragsversuche, wir machen nur Schauversuche, in denen Sie unsere Sorgen sehen können. Exakte Erhebungen der Erträge werden von uns nicht vorgenommen. Dies bleibt der Offizialberatung mit allen Techniken, die denen zur Verfügung stehen, vorbehalten. Meine Damen und Herren, Sie alle wissen, dass der Schülertag an diesem Standort lange Tradition hat. Dafür, dass wir daran anknüpfen dürfen, danken wir Herrn Dr. Schlüter sehr herzlich. Dank gebührt allen Mitarbeitern, voran Herrn Oberingenieur Leutner und Herrn Riedel, die diese Veranstaltung organisatorisch mit durchgeführt haben. Meine Damen und Herren, gehofft hat sehr, dass dieser Tag hier für Sie als Besucher, aber auch für die Maschinenhersteller ein Erfolg ist, dass es für Sie alle ein gewinnbringender Tag ist. Meine Damen und Herren, die Saarunion lädt Sie alle ein, die Versuche auf der rechten Seite, also in dieser Richtung des Feldes, zu besichtigen. Viele Kollegen der Saarunion stehen dort Rede und Antwort und erläutern gerne alles, was nötig ist, geben Ihnen gerne alle Antworten auf die Fragen, die Sie stellen. Meine Damen und Herren, jetzt übergebe ich das Mikrofon an Herrn Ministerialrat Dr. Weidinger, der in Vertretung von Herrn Minister Nüssel hierher kommt. Vielen Dank! Herr Schlüter, verehrter Herr Dr. von Schwarzkopf, meine sehr geehrten Damen und Herren, durch eine überlang dauernde Ministerratssitzung abgehalten worden. Er konnte nicht und hat mich deswegen gebeten, ihn ganz besonders bei Ihnen zu entschuldigen. Machen wir einen, also das ist im Grunde der kleinste gemeinsame
und der ist über 7 Liter. Wenn ihr zum Beispiel, wenn Sie hier sehen, Armando hat nur 1 Liter Sprudelziel und der Dominator hat 2, dann sollen Sie, werden Sie wieder 2, spritzen noch einen, aber Sie sehen, der Armando braucht weniger. Wenn das überkommt, dass Sie wissen, der Armando soll weniger machen, dann ist das super. Nee, also ich habe da auch... Aber trotzdem ich habe nicht mit Wiesen sehen. Also wo Glück was dabei ist, das muss ich machen. Bei Mais wird man halt unwahrscheinlich technisch gesünden, dann machen wir das möchte rein. Kerz und Abend ist dazu ein Standfest, die drei Kolben. Es gibt halt Mais-Sorten schon wunderbar, die haben so einen Kolben weg, ne? Endlich Sorten, die hängen so dort und da ist der Stängel sogar noch so eingestumpft. Der Kolben ganz dort, das ist keine gute Sorte, die hat keinen großen Kolben, das will man nicht haben. Ne? Und das soll halt der Landwirt sich anschauen. Und wir haben ja die anderen Sorten, es gibt nichts Besseres. Oder wie man, ne? Dort. Achtung, ich bitte jetzt sofort einen Schlepper, den Schlepper, der sofort herkommt, den Hänger wegfahren. Bitte? Wenn Sie sich nicht melden, dann wird er meist zugeschickt. Wird es zugeschickt? Ja, also Sie kriegen den auf alle Fälle. Echt? Echt? Ja, gibt es auch mit Schaden. Der war doch gerade schon gut. Ich weiß es nicht. Ich habe gar nicht gewusst, dass es mit Kabel ist. Auf dem Körperweg 2 gegenüber. Immer noch weniger als der Obelisk nachher in unbehandelt. Ja eben, und wenn wir schon so die Pflanzen haben, für die Züchtungen, die war ohne der Chemikalien, muss ich einfach dem bevor beim finanziellen Einsatz ist die eine Seite, und das andere ist auch die ökologische Geschichte, was nicht sein muss, dann muss ich unbedingt. Wir haben natürlich auch Zeit gegeben. Den Auswahl zur Grenze fahren, das auf diesem Jahr, die Regen nur durch, dann haben wir da optimale Ernte. Trocken ist es vorbei. Chef, ich hab dir für den Meister warm. Mach du auch ein Mais. Das Geld wächst um den Boden drin. Jetzt weiß ich dir. Was ist das? Gentechnik. Der kennt ihn nicht. Und da werden hier nur lauter junge, schwarze und rote Hüpfen mehr und jetzt mal zwingen. Und ich sag mal, ja, von dir immer. Friede geht. Das ist ein bisschen zu viel, das ist ein bisschen zu viel.
und Silberleistung. Da sieht man hier vom Tegel auch schon, die Goldleistung stimmt. Silber und Leistung, Goldumsatz wäre nicht zu groß. Das ist wohl vorrangig zu tun, das ist natürlich schon. Das sieht man hier. Hier ist eine Pflanze zu viel. Diese, die favorisiert. Achtung, ich bitte jetzt die Fahrer, die die Geräte mit unzählenden Bodenbearbeitung einsetzen, mit ihrer Arbeit zu beginnen. Bitte anfahren und mit dem Einsatz der nicht zählenden Bodenbearbeitung anfangen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie sehen jetzt den Einsatz. Dass man auch die Größe der Pflanze in etwa mitkriegt. Verrankt. Wackelt eben da drüben immer noch. Jetzt. Achtung, berufener Gottfried Schimmich, er möchte bis 18.30 Uhr am Lautsprecherstand eintreffen. Herr Gustav Schimmich, bitte bis 18.30 Uhr zum Lautsprecherstand kommen. Wie fotografieren wir? Ja,
Henke. Ja, aber einfach versucht, dann zu erinnern. Und es ist folgender: Herr Anton Schaubmeier, Gerbishofen 18951, Kaldertal, der Letzte bekommt 3 Einheiten. Wir bedanken uns, Dankeschön. Am Stand der Saatenunion abholen. Ich muss nur noch. Außer der Kartner. Nee, das sind sie. Schau mal, also. Friedenzeller, Josef. Wollen wir zweimal sein? Josef Friedenzeller. Ja. Ich will an. Na, noch ein? Wurst. Wurst, fang du an. Gib lieber deinem Bruder noch 2 hier hin. Bitte, komm. Hey, bitte, komm. Ja, bitte gewonnen. Ja, hier haben wir mal den Schuss. Ja. Ich habe ja bloß manche. Lange.
Vom Landwirtschaftsministerium wird gebeten, zum Lautsprecherstand zu kommen. Herr Dr. Weidinger, bitte, wenn möglich, zum Lautsprecherstand kommen.
Mensch, der Kollege, das ist doch der junge Busch.